Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie du mit Pivot-Tabellen Daten nach Jahr, Woche, Monat gruppieren kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Die Möglichkeit, Daten in Pivot-Tabellen in Excel schnell zu gruppieren, das kann sehr nützlich sein. Möglicherweise hilft es dir, Daten so auszuwerten, dass es verschiedene Ansichten nach Datum, Woche, Monat, Quartal und Jahr für dich möglich sind. Und aus diesem Grund habe ich hier ein Beispiel mitgenommen. Und zwar sieht man hier in dieser neuen Microsoft Excel-Datei entsprechende Daten. Und zwar gibt es hier in der Spalte B ein Datumsfeld, Order Date, und dann gibt es noch verschiedene Rubriken, nachdem die Mengen, die Quantity dargestellt bzw. aufgezeichnet wurden. Nun werde ich auf Basis dieser Daten eine Pivot-Tabelle erstellen. Und zwar starte ich hier ein neues Arbeitsblatt und gehe im Menü auf Einfügen, Pivot-Tabelle und selektiere nun meinen entsprechenden Datenbereich. Nachdem der Datenbereich selektiert worden ist, bestätige ich mit OK. Anschließend erhalten wir nun entsprechend unsere Pivot-Tabelle. Im ersten Szenario möchte ich die Menge auswerten, und zwar nach dem Order Date. Hier ist es so, dass standardmäßig zunächst eine Gruppierung bereits vorgenommen worden ist, und zwar nach Jahre und Quartale. Diese Gruppierung werde ich nun zu Beginn wieder aufheben. Dazu wechsle ich nun im Menü unter Gruppierung und gehe auf Gruppierung aufheben. Anschließend erhalten wir nun die entsprechende Menge nach dem Datum bzw. nach dem einzelnen Tag. Als nächstes, und jetzt kommen wir zu der Möglichkeit, wie das Datum nach den unterschiedlichsten Zeitformen gruppiert werden soll, und zwar indem ich hier die erste Zeile selektiere, das Datum, und wechsle im Menü unter Pivot Table Analyse im Bereich Gruppieren auf Auswahl Gruppieren. Hier habe ich dann die Möglichkeit, einen Startbereich, auch einen Endbereich anzugeben. In diesem Fall bleibt er unberührt, und habe hier weiter unten die Möglichkeit, wie ich das Datumsfeld entsprechend aufbereiten bzw. gruppieren möchte. Angenommen, ich möchte nur nach Jahre auswerten, dann selektiere ich Jahre und bestätige OK und erhalte nun die Darstellung nach dem Jahr. Wenn ich jedoch eine andere, zum Beispiel nach Jahre und Monate, so selektiere ich diese beiden und erhalte nun die Auswertung nach dem Jahr und nach dem Monat. Das kann ich beliebig fortführen, indem ich auch die Tage und die Quartale mit anzeige. Und erhalte so die Gruppierung dieses Datenbereiches nach Jahr, Quartal, Monat und dann der entsprechende Tag. Wie ihr seht, könnt ihr mit dieser Funktion in Pivot-Tabellen eure Zeitformen, eure Zeitbereiche nach euren Wünschen entsprechend gruppieren. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!